Richtig. Grundlage ist eben dieses Lieblingsdreieck vom Verfassungsschutz. Rechtsextreme nutzen eben das Internet sehr gerne als Propagandamedium Nummer eins. Das ist so zur Rekrutierung, Propaganda, Einschüchterung. Und was meine ich damit, sage ich nochmal kurz. Also mit Rechtsextremismus ist eigentlich eine Ideologie der Ungleichheit und die auch zu verbreiten, ist wichtig. Das ist jetzt auch nochmal die Abgrenzung zu dem, was ist eigentlich mit dem besorgten Bürger oder der besorgten Bürgerin. Die sind eher im rechtspopulistischen Spektrum unterwegs und die haben einfach ein Demokratiemisstrauen, eine autoritäre Orientierung. Sie werten Minderheiten ab in verschiedener Form, sage ich euch gleich nochmal was. Und wir arbeiten eigentlich deswegen mit dem Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, weil häufig auch eins zum anderen kommt und dieser Begriff einfach unheimlich gut ist, um nicht nur ein Phänomen zu greifen, nämlich zum Beispiel Rechtsextremismus, aber es gibt auch Antisemitismus, Homophobie, es gibt verschiedene Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und selten kommt eine allein. Und es ist einfach nur, um die Intersektionalität nochmal zu beschreiben. Also, was machen organisierte Rechte oder Rechtsextreme im Netz? Die nutzen vor allen Dingen Themen als Scharnierfunktionen, um sogenannte besorgte Bürgerinnen abzuholen. Sie haben so bestimmte Themen, in die sie reingreifen. Und was wir mit Rechtspopulismus vor allen Dingen beobachtet haben, ist natürlich, dass der viel breiter wird und sich viel mehr in der Mitte selbst verortet. Themen sind eben Genderwahn, Gender-Mainstreaming, also das sozusagen zu kritisieren. Sie gehen auch über Umweltschutz, Heimatschutz und Tierschutz. Mein Kollege hat die Seite vorgestellt, Deutschland gegen Kindesmissbrauch. Das ist eine der populärsten Seiten, hinter denen organisierte Rechtsextreme stecken, mit der dann halt aber unheimlich viel abgeholt wird. Und wenn man einmal diese Seite bei Facebook liked, hängen die im Stream und darüber kann man dann wunderbar seinen Content verteilen. Das Letzte ist sozusagen, was der Rechtspopulismus oder den besorgten Bürger vor allen Dingen ausmacht, ist diese Angst vor sozialem und wirtschaftlichem Abstieg. Also das heißt, sie sind ganz empfänglich für Nützlichkeitsdiskurse und das Ganze wird marktförmiger Extremismus genannt von Andreas Zick, der Rechtsextremismusforscher ist und sich im letzten Jahr vor allen Dingen mit Pegida, AfD auseinandergesetzt hat und dort Untersuchungen gemacht hat. Und dieser marktförmige Extremismus, der ist eben so geschneidert, dass es vor allen Dingen darum geht zu gucken, also an dem Beispiel von Migranten, Flüchtlingen können wir sehen, man möchte sozusagen, man schaut den Menschen nur eiskalt nach seiner Nützlichkeit an, man möchte nur Migranten, die sozusagen gut sind, die was bringen, die Geld bringen und alles andere lehnt man ab und das ist bei den Rechtspopulisten eigentlich am weitesten als eine Form von Extremismus verbreitet. Und sie sind sozusagen da auch in der neoliberalen Spitze. Also es ist eigentlich eine spannende Debatte, unter der man, glaube ich, Pegida, AfD und auch sozusagen der ganze Rechtspopulismus, der in Europa um sich schlägt, auch als gesamtes Phänomen ein bisschen besser greifen kann. Genau, ach, jetzt zeige ich euch nochmal so klassische NPD-Seite, Asylflut stoppen. Dann haben wir die keine weiteren Asylantenheime. Das ist natürlich eine Unterseite der NPD, die betreiben viele Seiten, aber es ist einfach nur noch mal, um deutlich zu machen, sie wird abgeholt. Hier sehen wir noch mal Pegida. Pegida, sieht man so schön, ist gegen alles, alles in Mülheim, sind keine Nazis, natürlich auch gegen die Antifa, Islam und sind eigentlich das bekannteste Phänomen. Ich sage immer, am Anfang von Pegida stand die Facebook-Seite, nämlich so ungefähr im November 2014, mit einfach einer ganz kleinen Reichweite und diese Facebook-Seite von Pegida macht auch leider den Erfolg aus, denn sie haben es unheimlich gut geschafft, A, sie zu halten, sich nicht daran zu verbrennen und darüber eine riesen Community zu kreieren. Ja, ihr kennt wahrscheinlich auch Pegida Mag dich, es sind dann auch viele Projekte daraus entstanden, aber diese Seite existiert noch und funktioniert halt auch wunderbar. Dann gibt es ein bestimmtes Phänomen, was es auch schon vor einem Jahr gehabt, nämlich wir nennen die sogenannte Nein zum Heim-Gruppen. Diese Nein zum Heim-Gruppen sind alle lokal organisiert, die haben häufig keine riesige Reichweite. Ihr seht so 2000 Likes, 1000 Likes, also die werden immer nur so angelegt. So sieht das so ungefähr aus, was das Innenleben einer Nein zum Heim-Seite. Und wie gesagt, die gab es vereinzelt, wir monitoren das ja. Ihr seht rechts
auf der Landkarte. Es gibt 223 ungefähr, die ändern. Rechts auf dieser Karte seht ihr alle Nein zum Heimseiten, wo wir verorten konnten, wo die sozusagen lokal organisiert sind. Und dann sieht man sehr gut, dass das halt sozusagen funktioniert. Und das geht sehr d'accord mit sozusagen dort, wo auch Übergriffe stattfinden auf Flüchtlingsunterkünfte. Hier genau 225, die sind untereinander auch alle vernetzt. Rechts seht ihr nochmal so Dinge, die halt auf solchen Gruppen gepostet sind. Wir haben auch vor allen Dingen, das ist so das Übliche leider. Wir haben unheimlich beobachten können, dass vielleicht vor einem Jahr man noch Menschen in so einer Gruppe, wenn man dort war, ansprechen konnte. Viele sind da einfach reingegangen, weil sie eingeladen worden sind. Heute haben die sich so radikalisiert, dass man relativ schnell, also wenn man sozusagen als Sockenpuppe mal guckt, wer ist denn da unterwegs, welche Argumentationen gibt es, da kann man da vielleicht auch Jugendliche, die möglicherweise gefährdet sind, ansprechen, dann wird es schwierig und die sind unheimlich über das Jahr und über die gesamte politische Situation hin gewachsen und haben sich dort als Filterbubble sehr stark positioniert. Hier sieht man nochmal die Pegida-Seite, die wir natürlich auch beobachten. Das ist das Monitoring-Tool. Man sieht die Gesamtzahl der Likes, Comments und Share, also der Aktivitäten. Und ich glaube, im März flachte das sehr ab. Ihr seht, da ist nicht viel passiert. Aber dann sieht man, also im Zuge dessen sozusagen, wie die gesamtgesellschaftliche Situation sich dann entwickelt hat, dass auf einmal auf der Pegida-Seite auch unheimlich viel Aktivität sich wieder entwickelt hat. Und das war natürlich auch, weil es im Zuge der Flüchtlinge, die kamen, gute Gründe gehabt, dort wieder aktiv zu werden. Das sind so Klassiker, die dort, also die, das ist genau, oh nein, nein zum Heimseite, die sich dieser Parole annimmt und dann Je suis Pegida haben. Da sieht man einfach, wie verkreuzt und wie die Techniken halt so funktionieren. Das ist nur mal ganz kurz, hier seht ihr, das ist die identitäre Bewegung, das ist eine neurechte Bewegung, die einfach versucht, sozusagen so klassische linke Muster für sich zu übernehmen, drapiert und damit postet. Das Problem Hate Speech bleibt natürlich bei dem Gesamten. Hier seht ihr einfach sozusagen das, was man in dieser ganzen Debatte, als es hieß, ja, es wird fürchterlich über Flüchtlinge gesprochen, vor allen Dingen auf Facebook, im Internet. Solche Dinge sieht man natürlich und das Problem Hate Speech bleibt auch, klar. Also es ist jetzt einfach nur, um euch zu zeigen, was so los ist. Es gab, Heiko Maas hat eine Taskforce einberufen. Daran waren auch wir beteiligt, also als Projekt, nicht ich, aber sozusagen meine Kollegen. Und diese ganze Frage, was ist eigentlich Gegenrede, Counterspeech, wie kann man dem Phänomen überhaupt begegnen, steht im Raum. Diese Frage, was ist Counterspeech überhaupt, ist gar nicht geklärt. Es heißt dann, jetzt muss Counterspeech kommen. Wie gesagt, Facebook hat die Idee, ja, wir machen mal ein bisschen Adbusting, vielleicht klappt das. Heiko Maas ist, glaube ich, eigentlich eher interessiert daran, sozusagen einen rechtlichen Diskurs zu führen, vielleicht Hate Speech als solches zu benennen und zu wissen, wie man es festlegt. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, vielleicht müssen wir eher über Gegeninformationen sprechen und uns trotzdem noch von dem Emotionalen distanzieren. Ja, und das ist einfach auch eine Frage, glaube ich, an alle, was ist Gegenrede und wie? Es fliegt einfach unheimlich durch den Raum, aber ganz viele Menschen haben ganz viele verschiedene Vorstellungen und auch ganz viele verschiedene politische Stellen. Was kann man jetzt tun? Jetzt komme ich zu dem Teil, dass ich euch ein bisschen zeige, was ist das überhaupt dahinter? So klassische Counter-Speech-Kampagnen kennen wir natürlich, zum Beispiel Perlen der Pegida, Glatzen gegen Glatzen, aber auch Pro-Asyl und ich zeige euch nochmal so von, Genau, Pro-Asyl hat ein schönes Projekt gemacht, wo sie versucht haben, sozusagen mal mit Fakten, einfach Fakten aufzuzeigen und zu sagen, also die vielen Flüchtlinge sind ein großes Problem, richtig ist, die Probleme haben vor allen Dingen die Flüchtlinge und die Perspektive der Betroffenen deutlich zu machen. Hier ist auch nochmal, das ist nochmal ein weiterer, Asylbewerber sind gefährlich und kriminell, also sozusagen gegen diese Vorurteile vorzugehen. Das hat Pro-Asyl sehr aktiv bespielt. Aber was macht man eigentlich, wenn das mit den Fakten nicht mehr hilft? Also wenn man sich dort draußen bei Facebook in der Gegenrede abarbeitet und in den Kommentarspalten und gar nicht richtig durchkommt. Also
Das ist sicherlich wichtig und es ist auch Teil von allen, da was zu tun, aber es bleibt auch immer schwierig. Es gibt, ich habe euch erzählt, verschiedene Projekte, unter anderem arbeiten wir mit jungen Menschen zusammen, die sich halt im Netz zusammenschließen und dagegen was tun wollen. Und die haben sozusagen ein Wiki der neuen Rechten, also um mal deutlich zu machen, wer ist eigentlich mit wem wie verbunden, und haben sich da eingesetzt. Wir haben einen Bot gelauncht, zu dem habe ich jetzt nichts da, der hieß Nichts gegen, und da ging es vor allen Dingen darum, gegen Narrative, gegen antisemitische Stereotype zu debunken. Dann ist jetzt hier nochmal ein Ansatz, wo ihr nochmal schauen könnt, okay, Counter-Narratives, sie sagt Gegenrede, ich glaube, wer sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, wird in diesem Jahr 100% über diesen Begriff stolpern. Hier ist nochmal so ein bisschen das ist jetzt RUN, das ist das Radicalization Awareness Network, das ist eine europäische Vernetzung, wo es vor allen Dingen darum geht, eine Geschichte zu erzählen, eine andere Geschichte, eine Geschichte von Demokratie und sich sozusagen vor allen Dingen gegen Extremismus zu wenden. Und die haben dies entwickelt. Wir wollen im nächsten Jahr How-To's entwickeln. Wir wollen vor allen Dingen Gegenrede weiter gezielt positionieren und damit auch demokratische Zivilgesellschaft online stärken. Wir können das nicht alleine, sondern wir brauchen letztendlich alle. Und alle müssen sich, also der weiße Ritter wird nicht kommen, das wird einfach nicht passieren. Und die besorgten Bürger in dem Sinne werden auch nicht verschwinden, sondern es ist auch eine Frage von Verhandlung und sich sozusagen den Raum zu nehmen und zu widersprechen und zu debunken und sich vielleicht auch dieses Wortes oder dieser Idee Counter-Speech, Counter-Narrative anzunähern, und zwar vielleicht auf seine eigene Art und Weise oder in seinem eigenen Projekt. Wir wollen raus aus der Filterblase, klar. Und soweit bin ich jetzt durch. Ich hoffe auf euch oder auch noch auf Ideen. Wir sind auch offen, was sozusagen viele technische Entwicklungen angeht, weil wir dort erst gerade begonnen haben. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Danke. Vielen Dank, Christina, dass du trotz der technischen Schwierigkeiten uns diesen hochaktuellen und wichtigen Einblick gegeben hast. Gibt es spontane Reaktionen, Rückfragen? Ja, da hinten. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich hätte da zwei Anmerkungen. Und zwar hast du mehrfach den Begriff radikal und Radikalisierung verwendet. Und das ist aus meiner Sicht nicht korrekt, auch wenn es im alltäglichen Diskurs der Mehrheitsgesellschaft so verwendet wird. Mhm. Radikal kommt von dem lateinischen Wort radix und bedeutet Wurzel. Die Radikalen waren historisch die Leute, die an der linken Seite in den Parlamenten des 19. Jahrhunderts gesessen sind und für parlamentarische Demokratie das Wahlrecht für die Frauen eingetreten sind. Also radikal heißt, wenn ich zum Arzt gehe, dann möchte ich eine radikale Behandlung, wenn ich krank bin. Dann möchte ich, dass der Arzt meine Symptome also analysiert und die Ursache meiner Krankheit findet und dann eine zielgerichtete Therapie einleitet. Indem man Rechtsradikale, also Leute, die Fremdenhass vertreten, als Radikale bezeichnet, suggeriert man sprachlich, zumindest nach meinem Sprachverständnis, dass diese Leute eine Lösung für gesellschaftliche Probleme anzubieten haben. Aber die Analyse, dass es Rassen gibt und dass Rassenkriege sein müssen, das ist nicht ursächlich, das ist totaler Wahnsinn, das möchte ich jetzt mal dazu sagen. Ist im sprachlichen Diskurs eigentlich eine Sache für den Neusprechblock, die sollten sich dem Thema mal widmen, aber die nehmen nur aktuelle Begriffe und der Begriff Radikalismus ist schon sehr alt und wird in der politischen Diskussion schon seit langer Zeit falsch verwendet. So, noch ein Punkt. Du hast in einem Slide ein Bild gehabt, da geht es um kognitive Dissonanz. Da gibt es auch ein Missverständnis. Ganz viele Leute machen den Fehler. Kognitive Dissonanz ist, wenn man merkt, dass zwei Überzeugungen, die man hat, nicht vereinbar sind. Das ist der Moment, also die peinliche Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt. Was du eigentlich meinst oder der Autor dieses Comics meint, ist Cognitive Bias, die Verschiebung der Wahrnehmung. Also eine kognitive Dissonanz ist, wenn man merkt, hier stimmt was nicht. Und Cognitive Bias ist das, was dagegen arbeitet. Die innere Narration, die innere Ausrede, mit der Leute Dinge vor sich selbst rechtfertigen. Okay, vielen Dank ansonsten für deinen Beitrag. Ja, nein, danke.
vielleicht ganz kurz, ich danke für den Input, weil ich kriege ganz häufig Feedback, auch wer ist denn Nazi, warum heißen wir No-Nazi-Net und so, und ich nehme das immer mit. Ich möchte aber auch nochmal sagen, dass wir sozusagen Gelder bekommen für natürlich eine bestimmte Begrifflichkeit, mit der wir angestellt sind, also versteht auch, dass wir sozusagen da arbeiten. Ich nehme aber das Feedback auch immer mit und wir geben auch regelmäßig Statements an unsere Geldgeber zum Beispiel zurück zu solchen Positionen. Und das Zweite mit der Dissonanz ist ja auch so eine Frage, zum Beispiel Rassismus würde ich, also eine Konfrontation damit ist auch so eine Dissonanz. So. Ja, vielen Dank. Aber wir können gerne gleich noch diskutieren, von mir aus, dafür bin ich auch hier. So. Vielen Dank erstmal für deinen Vortrag. Ich fand es ausgesprochen spannend und ich würde gerne einen Punkt nochmal kurz vertiefen, der ja auch in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle spielt, nämlich die Frage nach der Rolle von Facebook. Du hast es am Rande angesprochen, dass es da so eine Pegida-Seite gibt, die anscheinend so eine Art Kristallisationskern ist dieser neuen Rechten. Ich würde gerne von dir nochmal erfahren, wie wichtig du tatsächlich die Rolle von Facebook einschätzt. Mit anderen Worten, ist diese Pegida-Bewegung, ist dieses Nein zum Heim denkbar ohne Facebook? Also wie weit geht da nach deiner Meinung die Verantwortung auch von Facebook zum einen und zum anderen? Glaubst du, dass Facebook durch offensiveres Löschen da möglicherweise was dran hätte ändern können? Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Kollegen von dir diskutiert, so ein Interview von Heise, wo ich sehr überrascht war, dass der also deutlich skeptischer war als ich zum Beispiel, was das Löschen von illegalen Inhalten auf Facebook angeht. Ne? Also meine Minimalforderung war, dass Facebook zumindest solche Dinge löschen muss, die in Deutschland strafbar sind, weil sie zum Beispiel den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Mhm. Dein Kollege meint, jedenfalls zusammengefasst meinte, wenn ich das richtig verstanden habe, das bringt alles nichts. Wie ist da quasi die Haltung eurer Organisation? Habt ihr Erfahrung mit Löschen auf Facebook? Also mit das bringt alles nichts, ist natürlich, das ist vielleicht ganz gut, dass ich euch am Anfang gesagt habe, also es geht um jeden von uns, der da draußen ist, der Teil der Zivilgesellschaft ist, auch Politiker sind Teil der Zivilgesellschaft, das heißt, das Löschen ist das eine, aber wir können halt nie das Problem löschen, das heißt, wenn wir nicht da rausgehen und uns auch dem aussetzen und sozusagen bestimmte Positionen erkämpfen und auch mal bestimmte Dinge nicht im Raum stehen lassen, wie zum Beispiel darauf hinweisen, das ist verfassungsfeindlich übrigens, ich glaube, da ist eher der Ansatz, über diese Streit und diese öffentliche Auseinandersetzung zu gehen. Und das Erste, ich sehe Facebook als super wichtig an für diese Form von, ich hatte ja schon erklärt, rechtspopulistische Gruppe, die sich dort super gut organisiert. Das ist super einfach, niedrigschwellig. Da ist jeder, sozusagen jeder aus diesem Spektrum, den man auch erreichen möchte. Das hat was damit zu tun, dass Facebook natürlich eine bestimmte Nutzeranzahl jetzt einfach erreicht hat. Und meine Kollegin hat das mal recherchiert, alle, die bei Pegida und auch in dem gesamten AfD-Spektrum sind, die haben alle einen Marketing- oder Management-Hintergrund von so kleinen Werbefirmen oder sowas. Das heißt, die wissen unheimlich gut, wie knall ich ein Event daraus, wie lade ich die Leute ein, was für Content verteile ich. Also so ein Mini-Social-Media-Management geben die sich auch und da läuft es halt, weil da auch die Leute sind, die sie erreichen wollen. Also von daher finde ich Facebook, so traurig das ist, es ist total relevant. Vor allen Dingen für die Selbstorganisation. Es ist relevant, aber man kann nichts machen. Löschen? Löschen, ja, kann man machen, klar. Ich würde auch eher sagen, ja, löschen, aber zu gucken, welches Problem steht denn hinter dem, was der da postet, ist immer noch auch die wichtigere Frage. Also und welcher Rassismus wird da verteilt und sozusagen diese Zivilgesellschaft, also wenn wir das als einen Raum sehen, dann müssen wir den Raum auch wieder uns erkämpfen und halt auch eine andere Geschichte erzählen können als die und die damit überzeugen. Also und es gibt verschiedene, ich habe versucht, verschiedene Wege das zu tun. Aber löschen kann nicht das Ultima Goal sein, dass da jemand sozusagen für jemand anders was rausfitscht, damit das schön alles geschlossen bleibt. Nee. Also in dem Sinne ist es frei und das sollte man verhandeln. Und sich auch nehmen. Nochmal eine Reaktion oder alles gut? Okay, sorry. Dann sammeln wir jetzt vielleicht nochmal, falls es noch mehr gibt. Hier ist noch mindestens eine Rückmeldung. Versuchen wir es mal gesammelt zu machen. Ja, erstmal danke für den Vortrag. Ja, neben Facebook gibt es ja leider auch Sachen, die man nicht aus seiner Filterblase ausschließen kann. In meinem Fall zum Beispiel meine Eltern, in dem Fall meine Mutter. Ja, nee, hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber ich sehe da sozusagen ein ganz smoothes Faden rüber in diesen Urschleim. Ja, bei Facebook guckst du rein, siehst du, aha, alles klar, irgendwie sind halt Leute, die, wie heißt es, so unterwegs sind.
Aber ich habe halt in den letzten dreiviertel Jahren einfach zur Kenntnis genommen und wahrgenommen und fühle mich da sehr hilflos, dass eben ein Transformationsprozess bei meiner Mutter zum Beispiel auch einfach anfängt. Und diese Hilflosigkeit endet dann oft, indem ich einfach laut werde, was natürlich per se bei einer Argumentation auch nicht unbedingt weiterhilft. Jetzt ist meine Frage, ihr beschäftigt euch mit dem Thema. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, Umgang im Familienkontext? Weil ich kann ja meine Filterblase jetzt auch nicht so richtig, also vielleicht doch im absoluten Schritt, aber was sagt ihr dort? Wie geht man mit sowas um? Also das ist jetzt natürlich die Frage, wohin das kippt, aber aus der Antirassismusarbeit leiden immer vor allen Dingen um die Freier Tage. Da gibt es so Trainings, die werden schon bevor Weihnachten gemacht, eben für solche Fälle, weil Weihnachten diese Konfrontation unheimlich da ist. Es ist wirklich kein Quatsch, es ist wirklich ohne Scheiß. Weil das Familienmitglieder, die sozusagen auf einmal mit diesen Stammtischparolen, nenne ich sie jetzt mal, konfrontiert sind, unheimlich belastet und die wissen, Weihnachten kommt es auf mich zu, wenn ich da sitze, muss ich mir wieder was anhören zur Flüchtlingskrise und dann geht's los und wie kann ich mich dagegen wehren? Und ich finde diese Antirassismus-Trainings, die zum Beispiel da angeboten werden, eigentlich super und sehr praktisch. Das ist halt sehr versucht sozusagen, das zu dekonstruieren, aber auch gleich, was kannst du im Netz tun? Ist es natürlich auch versuchen, sich da hinzusetzen und da mal auch vielleicht die Filterbubble von deiner Mutter zu öffnen wäre auch noch. Und die Frage ist auch, welches Bedürfnis, also die große Frage bei der Frage, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, welches Bedürfnis wird eigentlich mit diesem Posting, mit diesem Like sozusagen befriedigt oder welche, vielleicht ist es eine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Akzeptanz, nach Schutz. Das wären alles so Fragen, die man vielleicht dahinter mal stellen könnte, wenn man eine Beziehung aufgebaut hat. Also bei Jugendlichen ist es viel Freundschaft, einfach, sie wollen anerkannt werden. Jo. Noch eine Reaktion, oder? Okay, ja, gut. Okay. Christina ist vielleicht im Anschluss auch noch ein bisschen da auf eine Limo oder so. Okay, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen, Kommentare? Ansonsten hätte ich noch mal eine ganz kleine Frage. Und zwar, ich weiß nicht, inwiefern du da darauf antworten kannst, ohne Geldgeber zu verschrecken, aber jetzt mal über das Gesamtthema öffentliches Meinungsklima sozusagen zu sprechen. Wie bewertest du dann in dem Zusammenhang die Reaktionen von Politik oder das Verhalten von Politikern, auch gerade im Hinblick auf so rechte, neu entstehende rechte Halbbürger, Halb-Nazis-Bewegung? Allgemein kann man jetzt von den sozusagen, die in der Bundesregierung sitzen, da wird unheimlich viel gerade Geld auch in diesem Bereich gekippt. Da könnte ich gar nicht mal sagen, da passiert nichts, aber man könnte schon mal, hätte mal früher einmal anfangen können. So, und das zweite weitere, was ich sehe, ist halt häufig auch die Medienkompetenz, die fehlt. Und dann sozusagen kommt Internet und Rassismus und diese ganzen Vorurteile und Facebook zusammen. Und da draußen sind ein Haufen überforderte Lehrer, Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen, die damit umgehen müssen. Und da sehe ich, dass da überhaupt nichts passiert. Die haben nichts in ihrer Ausbildung dazu. Also wie kann ich mit dem Netz konstruktiv arbeiten? Wie kann ich das integrieren in meine tägliche soziale Arbeit oder Arbeit an der Schule, wo das auftritt oder in den WhatsApp-Gruppen? Also keine Ahnung. Das, am Ende kommt es einem schon durch die digitale Hintertür und dann sind die häufig hilflos. Und da finde ich, da ist einfach mal auch Zeit damit, also mit diesem Problem Hate Speech und wie kann ich das in meine Praxis integrieren durch den digitalen Raum und dadurch, dass Jugendliche damit einfach so verbunden sind, da müsste mal was passieren, wenn du mich fragst. Okay, gut, dass es euch gibt. Danke. Und vielen Dank für den Einblick und für die Infos hier.